Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewig und der nie loslässt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst heute am Himmelfahrtstag. Es gibt Feste im Kirchenjahr, die sind leichter zu verstehen. Schön, dass Sie trotzdem dabei sind, vielleicht ja auch gerade deswegen, und dass wir zusammen dem Geheimnis dieses Festes heute ein bisschen auf die Spur gehen können. Wir singen gemeinsam das erste Lied, Wie lieblich ist der Maien, im Gesangbuch die Nummer 501, alle vier Strophen. Wir beten mit Worten des 47. Psalms. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Starken auf Erden, er ist hoch erhaben. Kommt, lasst uns anbeten. Thank you.
Wir beten. Herr unser Gott, dir gehören die Starken auf Erden, haben wir gerade gesprochen. Aber uns machen die Starken oft Angst. Wir haben Angst vor den Draufgängern in der Schule, vor den Rücksichtslosen im Beruf, vor den Skrupellosen in der Wirtschaft und den Übermächtigen in der Politik. Wir haben Angst vor unserer eigenen Schwäche, wollen insgeheim auch stark sein und scheitern doch so oft an uns selbst und an unseren Ansprüchen. Vergib uns unseren schwachen Glauben an deine Gegenwart, lieber Herr Jesus Christus. Du hast die Welt überwunden, hast ganz neue Maßstäbe in sie hineingetragen. Und der heutige Himmelfahrtstag sagt uns, du bist der eigentliche Herr dieser Welt. Darum lass uns nicht einknicken vor denen, die sich aufspielen mit ihrer vermeintlichen Macht, sondern hilf uns, deine Zeugen zu sein, Zeugen der Liebe, die du in diese Welt gebracht hast. Lass uns erzählen von dir, der du Herr bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung hat heute wieder einer unserer Konfirmanden übernommen, heute Simon Harder aus Oberdiebach. 40 Tage nach Ostern ging für die Jünger die Zeit zu Ende, in der sie den auferstandenen Jesus an ihrer Seite hatten. Vor seinem Abschied spricht Jesus mit ihnen über den Sinn seiner Sendung. Er beauftragt sie, seine Zeugen zu sein und verspricht ihnen den Heiligen Geist. Hört das Evangelium, wie es geschrieben steht, bei Lukas im 24. Kapitel. Jesus sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr gerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns uns gemeinsam zu dem Herrn dieser Welt bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Abschied tut weh. Bestimmt haben Sie auch schon mal mit einem dicken Kloß im Bauch am Bahnsteig, auf der Straße oder am Flughafen gestanden und einem lieben Menschen hinterher gewunken. Dann kennen Sie auch dieses grässliche Gefühl, wenn man danach zurückkommt in die eigenen vier Wände und es fühlt sich alles so furchtbar leer an. Kein Wunder, dass in solchen Momenten manche Träne vergossen wird. Genau damit wäre eigentlich auch bei den Jüngern zu rechnen gewesen, als Jesus sich am Himmelfahrtstag von ihnen verabschiedete. Sie hatten ja nun schon einiges hinter sich in den davorliegenden Wochen. Erst wurde Jesus am Karfreitag hingerichtet. Sie dachten, es ist jetzt alles aus und vorbei. Dann steht er plötzlich Ostern vor ihnen, quicklebendig, erklärt ihnen, warum das alles so sein musste. Und jetzt, 40 Tage später, heißt es wieder Abschied nehmen. Ich hätte es verstehen können, wenn die Welt da endgültig für sie zusammengebrochen wäre. Der Evangelist Lukas berichtet aber, dass sie alles andere waren als traurig. Sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude, schreibt er. Von Abschiedsschmerz keine Spur.
Okay, ich weiß, es gibt Abschiede, wo man froh ist, wenn der Besuch wieder geht. Ja, da steht man an der Tür und sagt, schön, dass du da warst und denkt sich so still, noch schöner, dass du wieder gehst. Aber zu dieser Art von Besuch wird das für die Jünger mit Jesus wohl kaum gehört haben. Stellt sich also die Frage, warum die Jünger bei diesem Abschied trotzdem fröhlich sein können. Was hat es mit der Himmelfahrt auf sich? Vielleicht ist Ihnen eben im Evangelium aufgefallen, dass die Schilderung des Evangelisten höchst unspektakulär ist. Beinahe nebensächlich erscheint das, was dem heutigen Tag seinen Namen gegeben hat. Es ist nur ein kleiner Satz. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Das ist alles. Offenbar hat der Evangelist kein Interesse daran, wie das vonstatten ging. Der Schwerpunkt liegt ganz woanders. Das Entscheidende ist A, der Auftrag an die Jünger und B, der Segen, den Jesus ihnen zuspricht. Jesus lässt was da, bevor er geht. Einen Anspruch und einen Zuspruch. Der Anspruch ist, ihr seid jetzt meine Zeugen. Die Jünger sollen einstehen für das, wovon Jesus geredet hat, was er gelebt hat und wofür er gestorben ist. Sie sollen erzählen von den Begegnungen mit ihm nach seinem Tod, die ihnen klargemacht haben, Jesus ist auferstanden und hat dem Tod die Lizenz als endgültiges Ereignis entzogen. Und sie sollen in seinem Namen, im Namen Jesu, Menschen einladen zur Buße. Buße, das klingt für unsere Ohren furchtbar grauselig. Klischees lassen grüßen, ja, auf Knien durch den Staub robben, sich mit Peitschen hieben, selber kasteien. Ich glaube aber, dass das, was Jesus mit Buße meint, etwas ist, wonach sich viele Menschen im Grunde ihres Herzens eigentlich sehnen. Nämlich ausbrechen zu dürfen aus eingefahrenen Gleisen. Umkehren aus den Sackgassen, in die wir uns verrannt haben, sozusagen die Reset-Taste drücken und nochmal neu anfangen. Im Moment ist die Chance dazu. Ich sagte bei unserem allerersten Online-Gottesdienst im März, dass ich es zwar nicht für zielführend halte, darüber zu spekulieren, ob Corona eine Strafe Gottes ist, dass ich aber schon sehr wohl darin einen Ruf zur Umkehr sehe. Einen Ruf zur Umkehr. Die plötzliche Vollbremsung, die wir erlebt haben, in einer Weise, wie es die so, glaube ich, noch nie gegeben hat vorher, diese plötzliche Vollbremsung stellt uns vor die Frage, was wirklich zählt. Eigentlich wussten wir schon vor Corona, dass es nicht ewig so weitergehen kann mit dem immer höher, immer mehr, immer schneller, immer reicher. Eigentlich wussten wir schon vor Corona, dass es nicht ein ewiges, ungebremstes Wachstum geben kann. Jetzt ist die Gelegenheit, mal ganz ehrlich mit uns selber zu sein und uns klarzumachen, wo wir im Begriff waren oder immer noch sind, das Leben vor die Wand zu fahren. Das Miteinander mit anderen, unsere Umwelt, unsere Beziehung zu Gott. Jetzt ist die Chance zur Umkehr. Gott streckt uns die Hand entgegen und sagt, kommt Leute, ich vergebe euch das, was war. Ihr dürft nochmal neu durchstarten. Wenn wir das annehmen, liebe Gemeinde, dann kann in unserem Leben, im eigenen privaten Leben ebenso wie in unserem gesellschaftlichen Leben,
noch einmal alles ganz anders werden. Ich meine, dafür ist Jesus ja gestorben, um wegzuräumen, was uns von Gott und damit von der Quelle des Lebens trennt. Und mit seiner Auferstehung hat er uns gezeigt, dass Gott das Leben nicht aufgegeben hat. Dass am Ende nicht alles im garstigen Nichts des Todes verschwindet, sondern dass Gott dem Leben zum Sieg verhilft. Und das nimmt uns in die Pflicht, unbedingt für das Leben einzutreten. Und den Menschen alles das, was ich jetzt in dieser Kürze zusammengefasst habe, weiterzusagen. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Keine leichte Aufgabe. Aber wie gesagt, Jesus nimmt seine Jünger nicht nur in Anspruch, er gibt ihnen auch seinen Zuspruch. Er hebt die Hände und segnet seine Jünger und stellt sie damit quasi unter Gottes Schutz. Und er verspricht ihnen die Kraft aus der Höhe, wie Lukas schreibt, Power von oben, den Heiligen Geist. Quasi als Ablösung, der ihnen Kraft gibt zum Leben und zum Glauben. Okay, aber was passiert jetzt danach nun mit Jesus? Damit sind wir nochmal bei der Himmelfahrt. Wer in der Bibel nachliest, wird merken, dass nur der Evangelist Lukas diese Geschichte überhaupt aufgeschrieben hat. Dafür gleich zweimal. Einmal am Ende seines Evangeliums, das haben wir eben gehört, und dann nochmal am Anfang seiner Apostelgeschichte. Diese beiden Versionen sind so unterschiedlich, dass eigentlich total klar auf der Hand liegt, es geht Lukas nicht darum zu sagen, genau so ist es gewesen. Die Kernaussage von Himmelfahrt, liebe Gemeinde, ist nicht, dass Jesus Wolken in Aufzüge verwandeln kann. Himmelfahrt bedeutet, die Zeit, wo Jesus sichtbar auf der Erde war, die ist jetzt zu Ende. Jesus kehrt zurück in die Wirklichkeit Gottes, eine Wirklichkeit, die dem Blick unserer Augen entzogen ist, deswegen die Wolke, wir hatten das vor kurzem an einem Sonntag, die Präsenz Gottes im Tempel in Jerusalem, symbolisiert durch die Wolke. Aber braucht es dafür, um das so zu sagen, dass Jesus zurückkehrt in die Wirklichkeit Gottes, eine Himmelfahrtsgeschichte? Manchmal kann man die Bibel besser verstehen, wenn man ein bisschen über die Hintergründe weiß. Auf uns wirkt diese Himmelfahrtssache ziemlich abgefahren, buchstäblich. Aber damals im Römischen Reich war die Vorstellung, dass eine herausragende Persönlichkeit in den Himmel entrückt wird, total verbreitet. Mit seiner Himmelfahrt wurde einem verstorbenen Kaiser bescheinigt, dass er mehr war als nur ein Mensch. Quasi ein Gott. Lukas konnte sicher sein, dass seine Leser verstanden, worum es ging, mit diesem Background. Und wenn man das weiß, wenn man sich das mal richtig klar macht, dann wird deutlich, das war eine totale Provokation, zu sagen, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Ja, nicht der Kaiser in Rom wird zum Weltherrscher ernannt, sondern ein gekreuzigter Wanderprediger aus dem Provinznest Nazareth. Er ist der Herr. Das ist die Kernaussage der Himmelfahrtsgeschichte, liebe Gemeinde. Jesus ist Herr. Die Jünger können zurückkehren mit großer Freude nach diesem Abschied, der eigentlich keiner ist, weil Gott neue Maßstäbe setzt. Weil er den großen und oft so brutalen Herrschern dieser Welt eine klare Grenze setzt und sagt, die wahren Herren, das seid nicht ihr. Das ist ein ganz anderer. Der wahre Herr ist Jesus und seine Macht, die besteht in der Liebe. In einer Liebe, die sich ohnmächtig macht und klein,
so klein, dass der große Gott Mensch wurde. Die Jünger können nach ihrem Abschied von Jesus zurückkehren mit großer Freude, weil ihr Freund, ihr Meister Jesus der Herr ist. Sie preisen Gott, weil Himmelfahrt gerade nicht heißt, er ist weg, sondern er ist da, bei ihnen. Nicht mehr sichtbar, aber in der Kraft seines Geistes. Darauf werden wir in den nächsten Sonntagen nochmal kommen. Christi Himmelfahrt ist also nicht die Situation am Bahnsteig, am Straßenrand oder auf dem Flughafen mit Kloß im Bauch und Taschentuch in der Hand. Nicht Trauer und Abschiedsschmerz ist angesagt, sondern Hoffnung. Hoffnung und darauf warten, dass sein Geist uns bereit macht, für eine Erneuerung der Welt einzutreten. In seinem Sinne und in seinem Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Herr bist. Du hast diese Welt nicht sich selbst überlassen und auch nicht denen, die sich als Herren aufspielen. Lass uns das nie vergessen. Gib uns den Mut, dir auch da zu vertrauen, wo der Augenschein es uns schwer macht. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Verstorbenen. Nimm sie auf bei dir und tröste die, die um sie trauern. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die Hoffnung auf dich nicht teilen. Für die, die nie von dir gehört haben.
für die, die sich mit dem Glauben schwer tun, für die, die gleichgültig sind. Lass auch sie alle die Perspektive deines Reiches entdecken. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die, deren Hoffnung bedroht ist von Krankheit, Einsamkeit oder Sucht. Schicke ihnen Menschen, die ihnen helfen und es mit ihnen aushalten, damit sie in ihrer Nähe deine Gegenwart spüren. Heile alle Kranken unserer Gemeinde. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die Macht haben über andere Menschen. Bewahre sie vor den Versuchungen, die damit verbunden sind. Hilf, dass sie nie vergessen, dass ihre Macht nur geliehen ist und dass Macht immer auch mit Verantwortung verbunden ist. Bewahre die Welt vor denen, denen nichts heilig ist, und lass nicht zu, dass ihre Hände zerstören, was du in Liebe geschaffen hast. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Hilf uns zu mehr Bescheidenheit. Gib uns Kraft, umzukehren von zerstörerischen Wegen, Bereitschaft zum Verzicht, Mut zu neuem Handeln. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir im Reden und Tun deine Zeugen sind. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. In der Stille bringen wir vor dich, was uns sonst bewegt. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Im Glauben an deine Verheißung und im Vertrauen darauf, dass du uns hörst, beten wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte ist heute bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission mit Sitz in Wuppertal. Die hat jetzt ganz spontan einen Notfonds eingerichtet mit einem Umfang von über 1 Million Euro mit dem Titel United Against COVID-19, also vereint gegen COVID-19. Mit diesem Nothilfefonds sollen Menschen in Kirchen und Ländern gegen Corona geholfen werden, die keine oder nur eine sehr schlechte Gesundheitsvorsorge haben und so gut wie keine soziale Absicherung. Die Corona-Epidemie ist jetzt auf der Südhalbkugel der Erde erst richtig im Kommen begriffen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese Menschen unterstützen und der Vereinten Evangelischen Mission dabei helfen, diesen Menschen unter die Arme zu greifen. Gott segne Geber und Gaben. Wie immer können Sie die Möglichkeit der Online-Kollekte auf unserer Homepage nutzen. Herzlichen Dank an die Mitwirkenden in diesem Gottesdienst, Katharina Otto und Jürgen Zimmer, die uns musikalisch sowohl begleitet haben bei dem einen Lied als auch den Gottesdienst musikalisch umrahmt haben. Alfred Roos für die Unterstützung beim Gemeindegesang, ebenso wie Christine Zimmer und Susan Kaufmann an der Orgel. Heute möchte ich aber auch ganz herzlich unserem Technikteam mal Danke sagen, ohne die diese Gottesdienste nicht möglich wären. Wenn wir nicht diese fleißigen und begabten jungen Menschen hätten, würde kein Mensch mitkriegen, wenn ich vor leeren Kirchenbänken predige. Darum geht mein ganz herzlicher Dank an Lara Schmelzeisen, an Judith Brinkmann, an Benedikt Rose. Dank auch an Patrick Metzroth, der uns die Außenaufnahmen von unseren Kirchen zur Verfügung stellt. An den Hedi Abdullah, der jede Woche dafür sorgt, dass unsere Gottesdienstvideos überhaupt im Netz zu sehen sind. Er hat einfach von uns allen das schnellste Internet und ist
immer wieder bereit, uns da an der Stelle zu helfen. Und an die Gudrun Becker, die unsere Homepage pflegt und damit auch dafür sorgt, dass Sie alle nötigen Informationen immer rechtzeitig vorliegen haben. Ganz herzlich danken möchte ich an dieser Stelle auch einmal unseren Küsterinnen und Küstern, die unsere Kirchen immer so wunderschön vorbereiten. Sie sind dann nie dabei, wenn der Gottesdienst aufgenommen wird, weil wir ja die Zahl der anwesenden Personen auch gering halten sollten. Aber sie sind vorher da und haben die Arbeit und danach. Euch allen ganz herzliches Dank mit lieben Grüßen von sehr vielen Menschen aus unserer Gemeinde, die das immer wieder sagen und auch schreiben, wie gut sie diese Gesamtkomposition der Gottesdienste auch finden. Ja, ohne euch wäre das nicht möglich. Dann komme ich zu den Einladungen zu einigen Veranstaltungen in der nächsten Zeit und da vorweg schon einmal herzliche Einladung zur ersten Online-Celebration. Normalerweise wäre jetzt im Mai eben wieder der Jugendgottesdienst Celebration gewesen. Auch den werden wir im Internet feiern und zwar am Mittwoch, den 27. Mai. Und die gemeinsame Zeit zum Feiern wäre dann 19.15 Uhr. Herzliche Einladung zum nächsten Online-Gottesdienst am kommenden Sonntag in Henschausen diesmal. Dort wäre am Wochenende Kerb. Und dann darf ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal auch wieder einladen zu öffentlichen Präsenzgottesdiensten. Das Presbyterium hat beschlossen, dass wir Pfingsten damit wieder anfangen. Und zwar am Pfingstsonntag um 8:45 in Manubach und um 11:15 in Steg und gleichzeitig in Oberdiebach. Vieles ist anders als sonst. Das Wichtigste ist, bitte melden Sie sich für diese Gottesdienste vorher im Gemeindebüro an. Wir können nur eine sehr begrenzte Personenzahl zu den Gottesdiensten zulassen. Rufen Sie bitte an unter der 965-773 in Bacharach. Und bitte denken Sie daran, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, wenn Sie herkommen zur Kirche. Denken Sie bitte an den Abstand und warten Sie, bis Sie hineingeholt werden in die Kirche. Wir werden die Küster oder auch einige Presbyter bitten, die Plätze vorher zu verteilen, aufgrund der Anmeldungen dann Ihnen einen Platz zuzuweisen und Sie dorthin zu geleiten, damit es nicht zu Stauungen kommt beim Betreten der Kirche. Genaue Regelungen finden Sie auf unserer Homepage. Da ist auch der Beschlusstext abgedruckt, den das Presbyterium auf den Weg gebracht hat. Und bitte achten Sie auf Hinweise in den Schaukästen und im Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Zusätzlich gibt es aber zu Pfingsten trotzdem einen Online-Gottesdienst aus der Annakirche in Steg mit Abendmahl. Wir haben Karfreitag schon Abendmahl online gefeiert. Im Moment können wir es noch nicht in der Präsenz-Gottesdienst-Situation machen. Darum werden wir es in den Online-Gottesdienst feiern am Pfingstsonntag in Steg. Und dann wiederum eine Einladung zu einem öffentlichen Gottesdienst am Pfingstmontag ökumenisch in der katholischen Pfarrkirche Niederheimbach, 10.30 Uhr. Melden Sie sich bitte dazu im katholischen Pfarrbüro an unter der Rufnummer 1221 in Bacharach. Wir werden versuchen, die Online-Gottesdienste auch in den Wochen danach noch weiterzuführen, versuchen aber auch im Juni dann irgendwann das einmal umzuswitchen und echt gehaltene Gottesdienste aufzuzeichnen und dann ins Internet zu stellen. Das hat dann leider den Nachteil, dass sie nicht vormittags zu sehen sein werden, sondern erst im Verlaufe des Sonntags. Darüber werden wir Sie aber frühestmöglich in Kenntnis setzen. Schauen Sie einfach immer wieder auf unsere Homepage, da finden Sie die nötigen Infos. Und nun singen wir miteinander das Schlusslied. Groß ist unser Gott. Raum und Zeit, souveräner Stier, Schöpfer dieser Welt.
Geht nun in diesen Himmelfahrtstag und in die vor uns liegende Zeit unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.